Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen zusammen Story of Seasons Wonderful Life gleich direkt weiter. Und wir, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir sind stehen geblieben beim Sommer, beim vierten. Puh, gerade nochmal Kurve bekommen. Vielen lieben Dank, Leute, immer für euren Support. Und es geht direkt weiter. Ich habe meinen Hundemod behoben, also ich hoffe es, dass ich jetzt wieder einen ganzen Hund habe. Oha, was ist hier los? LOL, hier liegt Rock direkt vom Hühnerstall. Ja, ja, entspann dich, Tornado. Ich habe dich klar und deutlich verstanden, Alter. Ich stehe ja schon auf. Ja, mein Hund ist wieder ganz. Oh hey, was machst du denn hier? Da sollte ich dich fragen, oder geh endlich nach Hause. Nein, da sollte ich dich fragen. Wir bleiben ja nett, denn er ist dann der Zukünftige. Mich? Tja, das ist eine lange Geschichte. Ich und Tornado hier gerieten in einen hitzigen Streit, weißt du? Die Schlacht am großen Scheunentor. Rock, der Verteidiger der Gerechtigkeit gegen Tornado, den alten Lauseköter. Folge 1. Willst du die Geschichte hören? Ja? Unsere epische Saga beginnt vor nicht allzu langer Zeit. Das ist cool. Okay. Das ist also der Rosenhof, ha? Huh? Krass, dass der nicht mal riesig. Sich um den Laden hier zu kümmern, muss einem ziemlich auf die Kronjuwelen gehen. Kronjuwelen! Aber hey, ich sorge dafür, dass Rose einen genialen Tag hat. Dass dieser traumhafte Typ einfach so hier auftaucht, ist wohl das Letzte, was sie gerade erwartet. Sie wird mich zu einem Date einladen müssen, wenn ich schon den ganzen Weg hergelatscht bin. Zu einem mit Tee, Keksen und so einem Zeug. Ah, okay. Hm, ja, wen haben wir denn da? Oh, bist du ein süßer kleiner Welpe. Mann, ich liebe Hunde einfach. Vielleicht sollte ich mir mal selber so ein Kerlchen zulegen. Halt, warte, ich habe gar kein Geld. Total vergessen. Und Rose lässt ganz bestimmt nicht zu, dass ich den hier klaue. Er will meinen Hund klauen? Boah. Hey, was flippst du denn jetzt so aus? Das ist unfair. Du hältst mich also für einen Schwächling, wie? Tja, da liegst du falsch. Du kannst was erleben. Du willst Stress, kannst du haben. Tornado, bereit machen zum Verlieren. Was für eine Comedy-Show. Soll ich weiter erzählen? Ja, nur zu. Eine geile Story. Also echt cool. So, wir regeln das jetzt mit einem Wettrennen. Und dabei will ich Fairness sehen, kapiert? Keine Bisse unter der Gürtellinie. Okay, wird schon schief gehen. Ach, sie haben ein Wettrennen gemacht. Okay, und wer hat gewonnen? Wie du dir bestimmt schon gedacht hast, hatte Tornado keine Chance. Der Kampf ging über 3 Runden und ich habe sie alle eingesackt. Ach, sieht so aus, als sei der beste Freund des Menschen ein beleidigter Verlierer. Jedenfalls muss ich dann mal wieder weg. Hab Kram zu tun, Leute zu treffen, weißt du, wie es läuft. Hau rein! Okay. Oh, bist so süß. Ach, Kiba, ich liebe dich einfach. Aber cool, dass wir Kiba wieder haben hier. Nee, das war falsch, Moment. Ja, und dass sie wieder ganz ist. Ich glaube, der Bug ist, glaube ich, entstanden, weil ich mit Flora geredet habe, ne? Und eigentlich ist das ja Floras Hund und so. Und ja. Also mit Rock ist schon cool. Also die Events mit ihm sind schon cool, finde ich. Hey, Kiki oder Hannes oder was, wer auch immer. Nein, dafür sind meine Schafe wieder normal. Oh, befruchtetes Ei, sehr gut. Ich habe wieder meine pinken Schafe. Jetzt geht das eine, dann geht das andere nicht. Egal. Jetzt kann ich das Ei wenigstens da reinlegen, ne? Was hat denn, vom
funktioniert denn sonst alles so, wie ich das haben möchte? Yeah, ein Herz noch und ich kann ihm das, die blaue. Ja, bei Gordy habe ich auch. Ihr seht die Haare, ne? Und die Hautfarbe. Ist auch ein Mod. Okay. Na gut, jetzt habe ich halt wieder meine Schäfchen. Meine pinken. Das Ei wird in ein paar Tagen ausgebrüht sein. Alles klar. So, also hat sich der Hahn eigentlich gelohnt jetzt schon. Schnell gießen alles. Ich wünschte, wir könnten schon schneller gießen, ne? Aber leider, leider. Da liegt eine Banane am Boden. Wie ist denn das passiert? Das. Cool finde ich ja dann, wenn die Kinder so ein bisschen helfen, ne? Das ist ein cooles Feature. Und hier und hier. Also anscheinend sind einige Mods nicht miteinander kompatibel, irgendwie habe ich das Gefühl. Aber gut, damit kann ich leben, so halbwegs. Ja, mit den Schafen ist jetzt nicht so schlimm. Haben wir einmal in einer Folge solche und dann wieder solche. Egal. Die Charaktere-Mods sind mir sowieso lieber, dass die funktionieren, als wie jetzt die Tiere. Ich habe auch gesehen, es gibt auch blaue Hühner aus Stardew Valley zum Beispiel. Oder die braunen Kühe, auch ganz verändert. Leider nicht für die Steam-Version mit Steam kompatibel. Was ich auch schade finde. Sondern nur mit Switch-Mod. Und ich habe keine gehackte Switch, ne? Also etwas habe ich dann am Ende doch nicht. Oh Gott, wir fallen schon wieder gleich in Ohnmacht. Mein Gott, jetzt haben wir, glaube ich, gleich 16 Uhr, oder? Ja, so können wir auch den Tag zu Ende bringen. Ach, shit. Okay, Milke, dir geht's gut. Einmal Milch, bitte. Perfekt. Runter mit dir. So, reden. Ah, okay, mit dir habe ich anscheinend schon... Flash, Wolli. Heute müsste Flauschi kommen, oder? Nee, sie ist ja schon da. Ich bin so los gerade. Okay, Flauschi ist schon da. Also kommt gar kein Tier mehr. Okay. Oh, der neue Gordy. Mit neuer Hautfarbe und... und Haarfarbe. Ja, das speichern wir. Ja, das auch. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Also so sieht er auch verdammt gut aus, muss ich sagen, ne? Die Laternenblumen. Schnell nehmen. Die erinnern mich so an Rapunzel. Laternenblumen. Okay, das haben wir auch. Flash? Ach, du stehst da hinten. Junge, was machst du immer da hinten, wenn ich dann nach vor laufe? Okay, ich muss jetzt Rock finden. Für die Kräutersuppe und... und was weiß ich noch alles, ne? Taka, was machst du hier hinten? Ja, da ist er eh schon. Und Blumen haben wir auch wieder hier. So. Baby, ich habe was für dich. Hier hast du einmal eine Münze. Ja, das ist deins. Habe ich noch irgendwas? Ja, die Kräutersuppe. Und so ein...
Ja, Fossil und das Magier. Ja. Oh, doch, hier, das habe ich noch. Ja, das ist für dich. Danke, Alter. Wenn er mich nicht immer Alter nennen würde. Ich habe das Gerät, das ich von dir bekommen habe, verputzt und weißt du was? Gar nicht übel. Danke für die Kostprobe. Ich habe gerade gelesen, danke für die Katastrophe. Okay, ein Herz noch. Da kann ich ihm... Ach, stopp. Da kann ich ihm die blaue Feder geben. Und dann haben wir einen normalen Heiratsantrag und keinen mit... Ja, gut, es ist uns keiner mehr frei. Wir heiraten eben, auch wenn ich keinen Bock habe. Lass uns eine Familie gründen. Nee, das passt schon so. Okay, jetzt. Das war jetzt leider nichts mit, ja, mit Graben, aber... Ich kann ja nicht alles, solange ich keine Gießkanne habe, keine bessere. Und meine Gerichte möchte ich auch jetzt nicht immer aufessen, ne? Also, nee. Gut, dann gehen wir pennen. Das sieht so lecker aus hier. Was sagt unser... Der Glücksgegenstand des Tages sind Wildkräuter. So, sie haben heute nicht besonders viel Glück. Okay. Ihr habt es gehört, ne? Beziehungsweise gelesen. Wir haben kein Glück heute. Oh, Flauschi, du bist sicher Flauschi, oder? Nee, Wolli. Nehmen wir mit. Das ist ein normales Ei. Mink und ihrem Kalb scheint es gut zu gehen. Killer, du kümmerst dich gefälligst ordentlich, ne? Okay, Gießkanne. Jetzt falle ich eh wieder um. Ne, wir müssen jetzt wenigstens heute einmal in die Mine rein. Einmal wenigstens. Wird eh gleich wieder meine Gießkanne leer sein. Ah, gleich mal auffüllen hier. Wir könnten natürlich und das hier. Ach, das füllt nicht sehr viel auf, ne? Das füllt echt nicht so viel auf. Aber ich möchte nicht umfallen. Zumindest keine zweimal, ne? Einmal ist ja okay, aber zweimal, das ist... In zwei Tagen kommt Warn vorbei und wir haben fast nichts, ne? Ach, das ist so traurig. Wir machen gar kein Geld irgendwie zur Zeit. Mann, Mann, Mann. Hauptsache umfallen tun wir. Ja, das können wir. In dem sind wir Meta. Also das sind wir echt, ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Hier noch. Ja, Dünger sollte ich dann auch die Scheiße, ne? Also einmal umfallen. Das ist okay. Weil da müsste ja dann Rock eigentlich eh irgendwo schon herumspazieren. Oder herumstolzieren. Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch, bevor wir umkippen? Wir werden das gleich rausfinden. Ja, knapp, aber immerhin. Knapp. Okay. Flash, ich brauch dich. Flashy. So, mal schauen, ob er irgendwo hier umherrennt. Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwo. Oder er ist noch nicht draußen. Das kann natürlich auch sein. Mal schauen, ob ich Blumen habe. Irgendwo rumflattern. Ah, diese eine hier, die nehmen wir mit.
Ich muss schnell zu Charlie, dass ich wenigstens. Ja, jetzt regnet es auch noch, ne? Toll. Schnell zu Charlie. Ab nach oben. Und ja, speichern vorher. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Speichern, ja. Okay. Na, junger Hüpfer, möchtest du ein Spielchen spielen? Ja. Okay, wo setzt er sich zuerst hin? Wir versuchen einfach mal das so zu machen. Egal wie viel er da jetzt so gewinnt. Okay, das ging gerade noch mal so halbwegs gut, ne? Mal gucken. Yeah. Okay, ich glaube, jetzt kann er uns, glaube ich, nicht mehr einholen. Wenn ich mich nicht täusche. Mist. Nee, er kann uns nicht mehr. Er kann nicht mehr. Yeah, 27 zu 14. Das gefällt mir schon besser. Ich glaube, mich laust der Affe. So deutlich habe ich ja noch nie verloren. Doch hast du Stand schon mal schlimmer für dich. Dankeschön für den Edelstein, Charlie. Sehr gut. Okay. Perfekt. Speichere ich mal kurz. Vielleicht kann ich gegen den Bruder auch schon spielen. Nee, okay. Geht noch nicht, okay. Vielleicht im zweiten Jahr oder so, aber ich weiß, es geht. Chris. Nina rennt da oben. Hat Brock das Haus schon verlassen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, ich schätze mal nicht. Na, gehen wir mal nach oben. Oh, Rose, was geht? Bist du für eine kleine Hausparty hier? Ich habe das Gericht von dir, das Gericht, das ich von dir bekommen habe, verputzt. Danke für die Kostprobe. Ja, bitte. Echt mega, danke. Ja, gerne, mein lieber Rock. Hier, das kannst du auch noch haben. Und noch einmal die Kräutersuppe. Dann müsst ihr morgen oder übermorgen eigentlich das 8. Herz haben. Ja, nimm das. Nimm das bitte. Komm. Achso, ich habe nachgedacht. Ich will ein Buch über Feiern und Mode und so schreiben. Es heißt doch, schreibe über das, was du kennst. Das würde sich bestimmt ziemlich gut verkaufen. Aber ganz ehrlich, wie stehst du dazu, Rose? Das könnte funktionieren. Ja, man wusste ich doch, dass du mir Rückendeckung gibst. Ich sehe es schon vor mir. So wird gerockt. Dein Weg zum wunderbaren Leben. Mit direktem Bestseller. Es geht dabei um ein großes Problem. Ein Buch zu veröffentlichen kostet eine Stange Geld. Geld, das ich nicht habe. Ja, ich kann dir nichts leihen, Dude. Ich kann dir die... Hier. Ey, die Feder ist ja mal heftig und die Farbe erst. Moment! Ist die etwa für mich? Ja? Wie, was, wo, wer? Echt? Da müssen wir uns mal emotional unterhalten. Komm, schnell. Oh, das ist auch Neuland für mich, ne? Oh, guck doch mal. Ich finde diese Szenen immer so schön. Es ist schön. Boah, eine blaue Feder. Hm? Hätte nicht gedacht, dass du tatsächlich... Nee, war klar, dass das irgendwann passiert. Endlich kommt unser großer Moment.
Also bist du dir ganz sicher, dass... Nein, vergiss es, die Frage kann ich mir sparen. Blaue Federn sagen mehr als 1000 Worte, stimmt's? Das stimmt. Aber eine Sache will ich klar und deutlich ansprechen. Ich werde nicht arbeiten. Das passt doch für dich, oder? Willst du immer noch heiraten? Abgefahren. Naja, diese Sache kannst du eh nicht im letzten Moment abblasen, aber ich fand, das solltest du solltest das wissen. Also dann, aufgepasst alle da draußen. Wir werden das heftigste Powerpärchen aller Zeiten sein. Ja, das ist natürlich sehr schön, Rock, dass du nicht arbeiten gehen möchtest. Brauchst du auch hier nicht, ich verdiene schon die Brötchen für uns. Schnell hinunter. Okay, und jetzt schnell mit Kater reden. Ja, ich möchte, legen wir los. Hier dürfte eine Gabel drin sein. Ich habe mir diesen Mod runtergeladen, der auch, wenn sie auch an den Ecken stehen, dass man auch dann buddeln kann. Dürfte tatsächlich funktionieren. Wir werden es gleich sehen. Ja, ich habe eine Gabel wenigstens. Und klappt es? Ja, es klappt tatsächlich. Endlich. Endlich. Das war so nervig, ne? Das ist so nervig gewesen. Also nun ist es fix. Wir werden Rock heiraten. Yeah. Und mit dem, ich glaube, ich nehme eine Tochter. Ja. Eine Tochter, die auch mit R anfängt. Da könnt ihr mir gern so ein paar Namen in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen habt. Ich habe zwar schon Namen, aber ich bin gespannt, ob euren... jetzt habe ich ein Kabelsalat hier. Ob euer Name auch der ist, den ich ausgewählt habe. Ja, da bin ich gespannt, Leute. Macht das mal. Oh mein Gott, jetzt, ich muss wieder bis zum Erdkern nach unten graben hier. Das gibt's doch nicht. Ja, es geht tatsächlich. Ich kann neben Flora buddeln. Das ist so geil. Das nimmt jetzt endlich mal keine Zeit mehr weg. Sehr gut. Da liegt auch was drin. Und ich habe mich abgemüht fürs Gießen. Und jetzt regnet es. Ich hasse auf das Wetter hier. Ehrlich, ich hasse auf das Wetter. Sehr gut, eine Münze. Also das heißt, ich kann jetzt endlich wenigstens alles bei Waren verkaufen, weil... Rock hat nun die Feder. Und das reicht. Mehr wie 8 Herzen braucht er auch nicht. Wir brauchen ja auch jeden Cent. Nichts. Oh, doch, ist was drin. Yeah, Nedelstein. Ah, jetzt habe ich hier geklickt, das wir sehen. Hier. Endlich keine Angst mehr zu haben, wenn Kater und Flora zu den Grabdingern kommen. Man kann endlich graben. Aber da kann man wenigstens fast alles ausgraben, wenn man bedenkt, wie spät ich hergekommen bin. Weil das nimmt ja schon viel Zeit in Anspruch. Ich bin einfach nur der glücklichste Mensch auf Erden. Wahnsinn. Habe ich irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Na doch, tatsächlich. Sieht mir nach einem Fossil aus. Ja, ist ein Fossil tatsächlich. Oft erkennt man das schon, wenn man was freischaufelt, ne? Ach, das war aber ein cooler Heiratsantrag. Und er gleich so, eine Arbeit suche ich mir nicht. Ah. Das neue Hartz IV in Story of Caesar's Wonderful Life.
arbeiten? Nee, das tust nur du. Aber wer weiß, vielleicht ändert er auch ja noch seine Meinung, ne? Ja, ich habe fertig gegraben für heute. Wir haben es geschafft. Wir haben die ganze Mine abgegraben hier. Yes! Yeah! Aber wir haben natürlich nur Schrott gefunden, aber auch eine Gabel. Eine Gabel haben wir. Flash. Rauf mit dem Namen Flora rede ich nicht mehr. Sonst habe ich wieder einen halben Hund wieder bei mir zu Hause sitzen. Und das wollen wir nicht. Oh ja, du sitzt auch hier. Ich muss mich beeilen. Pui, komm her. Reden. Ja, komm, hier hast du 100 Goldstücke. Sehr gut. Mit so viel. Ich hoffe, du kommst bald wieder. So nah und doch so weit fern ist sie. Die Kokosinsel. Cool wäre es, wenn sie einen DLC rausgebracht hätten, ne? Was diese Kokosinsel eigentlich darstellt. Und ob wir da, dass wir da irgendwelche Kokosnüsse und irgendwie sowas herbekommen. Na, irgendwas Sommerliches, Hibiskus oder irgendwie so ein Scheiß. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Okay, ein Look ändern. Wir brauchen irgendwie was Gelassenes. Irgendwie so richtig was Cooles. Das will ich ja. Ah, doch, das... Lassen wir das mal. Ich finde, mit diesen Haaren sehen wir aus wie Medusa irgendwie. Ob die Leute Angst vor uns haben, wenn wir so zischen, so... Oh, was ist jetzt wieder los? Hey Rose, was geht? Alles easy? Rocky, hallo! Ich dachte, dass du vielleicht ein bisschen einsam bist. Du weißt schon, weil ich mir ja nicht immer die Mühe mache, dich zu treffen, da wollte ich eben mal vorbeikommen. Ah, ich hab's. Wie wär's mit einem kleinen Date? Wie heißt dich doch so schön? Wer Freunde wie Rock hat, der... schwamm drüber. Gut, das wollte ich hören. Zeit für ein Date! Das finde ich cool. Ich bin ja erst doch in Ordnung, wenn man ihn so besser kennenlernt und so, ne? Ha, gib dir mal diese negativen Ionen. Wie im Himmel, was? Mann, es gibt nichts Besseres, als so mit dir abzuhängen. Und wenn wir erst verheiratet sind, machen wir das jeden Tag. Freust du dich schon? Also, so viel Zeit haben wir auch nicht. Ach, da hatte ich was vergessen. Zieh dir das mal rein. Oh. Hä, da bist du platt, was? Hättest nicht gedacht, dass ich mir so viel Mühe gebe, hä? Huh? Tja, falsch gedacht. Dieser Aufstrich wurde von mir höchstpersönlich gemacht. Wow. Greif nur zu, ich habe bei der Herstellung an dich gedacht. Daher ist jeder Bissen voller Liebe. Los, jetzt hau rein. Und wie schmeckt's? Echt gut. Ah, da freut er sich. Echt? Das hört man gern. Da war die Operation Überraschungspicknick wohl ein voller Erfolg. Mal ganz ernst jetzt. Hätte nicht gedacht, dass es dir schmeckt. Dann habe ich ja vielleicht doch ein Talent fürs Kochen. Ich könnte bestimmt noch andere Sachen kochen, wenn ich es probieren würde. Ach, er möchte Koch werden oder so. Wenn so ein toller Hecht wie ich auch noch Meisterkoch wäre, dann wäre ich ja wohl mindestens ein toller Hai, oder? Oh. Dann werde ich ab sofort mein eigenes Süppchen kochen. Ich mache mich da mal auf den Heimweg. Bis später. Also ich finde den voll ganz in Ordnung. Er hat sich, er ist auf dem Weg der Besserung. Also, das muss ich schon zugeben, ne? Und wie, mit diesen Haaren hatten wir ein Date. Ach mein Gott, wer hätte gedacht, dass da gleich so ein Event stattfindet und wir auf ein Date gehen und... Egal, okay. Sehr gut. Und? Milky kommt mit ihrer Trächtigkeit gut zurecht. Sehr schön.
Warum hockt immer das eine Huhn hier draußen? Verstehe ich nicht. Runter mit dir. Was habe ich für ein Ei? Ja, befruchtetes Ei. Das hebe ich mir auf, nicht wahr, Killer? Das heißt, ich kann heute... Moment, vorerst waschen wir euch. Warum sind mir schon wieder diese Pflanzen eingetrocknet da drüben? Nee, ist ja nur so aus von Weitem. Ach, das schläft, oder? Nee, jetzt geht das. So, einmal. Perfekt. Und verwenden. Ich habe, welche Wolle habe ich denn bekommen? Moment. Oh, hochwertige Wolle und normale Wolle. Sehr schön. Yeah, Tomaten. Warnt, wenn du kommst morgen, erwartet dich doch ein bisschen Geld. Nee, doch, die sind eingegangen hier. Steckrübe ist verwelkt. Ich verstehe aber nicht, warum. Die waren doch von Sommer bis Herbst. What? Naja. Egal. Wachsen eigentlich? Nee, jetzt noch nicht. Untersuchen. Okay, die sind noch nicht erntebereit. Wie viele Herzen hat er eigentlich? 8. Okay. 8. Flash, schnell ab zur Mine. Schnell, schnell, beeil dich. Gehst du zur Brücke, Pui? Jetzt muss ich echt warten, bis der bei der Brücke ist, ne? Aber das ist auch wichtig. Aber er scheint danach hinzugehen. Hey, Rock! Hey, was geht? Machst du das Beste aus dem Tag? Ja, danke für die Kostprobe. Gerne doch, mein Schatz. Alter Pui, du musst jetzt warten. Du gehst mir zu langsam. Du gehst mir viel zu langsam hier. Schnell hinüber. Schnell nach unten. Vielleicht finden wir noch eine Gabel. Eine wenigstens. Eine Gabel. Ja, ich möchte. Ja, los. Dankeschön. Los geht's. Sehr gut. Hier, das haben wir schon. Dann nehmen wir das hier. Ja, das ist auch gut zu sehen. Vielleicht auch nicht. Okay. Mein Gott, ist diese Münze tief verbuddelt. Ist das ein 500-Euro-Schein oder wie oder was? Jetzt schnell hier das rausfischen. Edelstein, sehr gut. Tja, Flora, da hast du jetzt Pech, wenn ich hier acker. Ich könnte natürlich auch zu Charlie jetzt gehen, aber die Mine bringt dann doch deutlich mehr. Ich will eine Gabel. Ich möchte einfach nur eine Gabel. Also witzig wird es, wenn Milky ihr Kalb bekommt und wir dauernd immer neu laden müssen, bis wir entweder eine Sternekuh haben oder diese andere und weibliche. Weil männliche Kuh, da reicht Killer für alles, da brauchen wir nichts. Da brauchen wir nichts. Denn wie ihr ja wisst, Kühe geben Geld. Die Schafe, glaube ich, nur einmal im Monat. Aber die Kühe doch täglich, ne?
geben die Milch. Ich weiß irgendwie nicht, ob es was sich mehr rentiert, Kühe oder Schafe. Ich meine, wenn du jedes Mal so eine goldene Wolle hast, da glaube ich eher die Schafe. Aber wenn du goldenen Käse und Butter und so einen Scheiß hast, dann ist es wieder, sind es wieder die Kühe. Also mit den Früchten, mit den Anbauern, das ist ja alles nur so nebensächlich, ne? Ich finde ja das Hauptding sind da nicht die Kühe. Tiere generell. Okay, die Hühner vielleicht jetzt nicht so, aber egal, wir brauchen sowieso Geld. Wenn wir 10 Gabeln auf einen Tag finden. Weil das ist das lukrativste, glaube ich, überhaupt, ne? Heute haben wir nicht geschafft, alles auszugraben. Warum nicht? Ja, immerhin haben wir noch eine Münze bekommen. Morgen kommt der Wahn. Da bin ich gespannt. Gut, gehen wir nach draußen. Wir müssen immer jeden Abend jetzt speichern, denn wir wissen jetzt nicht, wann das Kalb kommt, ne? Jetzt muss ich immer den ganzen Tag wiederholen und das wäre auch nichts. Also im Flash gehe ich die Stiegen hinunter. Wir sind hier fertig für heute. Also immer schön speichern. Pui. Ja, er sitzt wieder hier. Sehr gut, Alter, sehr gut. Komm her, Pui, ich habe was für dich. Ja, hier hast du 100. Rose ist zu Pui so wunderbar. Mit so vielen Klingelingen wie Puis größter Traum bald wahr. Danke, dass du deinen Klingelbeutel geöffnet hast. Mein Traum tanzt mir ein Stück näher. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Ja, Pui, wenn du jeden Tag bis 17 Uhr hier sitzt, komme ich gern wieder. Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? Ja, toll, hier ist die Stecke rüber, ne? Die ist mir und ja, die beiden kann ich vergessen hier, ne? Kann ich vergessen. Weil die sind mir, wow, verdorben, verwelkt. Keine Ahnung warum. Vielleicht hätte ich sie düngen sollen. Vielleicht war es zu viel Regen. Was weiß ich. Aber gut, ist jetzt nicht so dramatisch. Waren doch nur Steckerrüben. Okay, so. Und da hängen schon wieder zwei andere Aufgaben. Was wollen Sie denn diesmal? Milch, okay. Und Fisch. Milch und Fisch. Also das haben wir doch eh alles mit. Schnell angeln. Schnell angeln. Ich glaube, das eine war Gustav, ne? Ich glaube, es war Gustav oder die Milch. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich muss doch mal nachgucken. Große Wackersage, okay. Nee, das war's nicht. Hier. Milch, Gustafa und Nami möchte einen Fisch haben. Ich frage mich, ob Nami im Hotel ist. Oder rennt die da hier irgendwo rum im Regen? Mal gucken. Gucken wir einfach mal. Lass mich rein, Tai! Ich werde patschnass. So, mal gucken, ob Nami oben ist. Nee, sie ist nicht da. Okay. Nami, du bist nicht da. Jetzt kann ich dich und Gustav auch noch suchen. Komm, Flash, halt deine Augen offen. Und Gustav, bist du bei dir zu Hause vielleicht? Und Nami hockt drin. Nee. Auch nicht. Ah, das kann sein, dass die da hinten sind, ne? Das kann sein, dass die da so hinten herumgeistern. Daryl. Genau. Hier habe ich schon mal Nummer 1. Ich bin wegen des Auftrags hier. Hier hast du eine Milch überreichen.
Ich habe gar nicht gewusst, dass er auch blaue Augen hat. Hier, das muss ich dir doch zurückgeben, oder? Ja. Ja, sag mir Bescheid, wenn sich noch irgendwas ergibt. Habe ich, Moment, was habe ich bekommen eigentlich? Ach, blöde Stecker im Samen habe ich bekommen. Okay, Name, du bist nicht hier. Ich würde dich noch gerne vom Abend finden, Nami. Aber ich habe keine Ahnung, wo du steckst. Zeige dich. Gib mir ein Zeichen. Das neue Story of Seasons. Phobia. Nami? Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Nee, warum sollte sie bei der Villa oben sein? Nami! Okay, vielleicht ist sie schon nach Hause gekommen. Oder ist sie irgendwo in der Küche? Oder? Nein, hier nicht. Es ist gerade niemand zu Hause. Okay, wo rennt ihr um diese Zeit bitte herum mit dem Regen? Ich meine, ich weiß, sie ist ja cool und ein Punk und ein Emo und was weiß ich alles noch. Nee, hier mehr ist sie auch nicht. Namilein! Wo ist sie denn? Na, irgendwann muss sie doch nach Hause kommen, oder? Ich versteh's gerade nicht. Wie viel Zeit habe ich denn noch für diese Aufgabe? 3 Tage. Ist sie vielleicht in der Bar? Nee, glaube ich jetzt aber auch nicht, ne? Also, dass Name in die Bar geht, das glaube ich echt nicht. Nee, dachte ich mir schon. Nee, das sind nur die ganzen Säufer drin. Sorry, Charlie. Oder wie hieß der andere? Sein Bruder, Charlie und... Ich habe keine Ahnung mehr, ich habe den Namen vergessen. Ich bin bitte, wo... Musst du schon zu Hause sein? Es scheint niemand zu Hause zu sein. What? Nee, hier auch nicht. Hätte mich gewundert, dass im Schlafzimmer von Tai und seiner Braut ist, ne? Vielleicht sehen wir sie ja irgendwo noch. Ich muss die Kamera so halten, wenn ich flash. Suche. Lass mich aufsteigen, Flash. Bitte, danke. Also man müsste sie doch... Also man müsste sie doch eigentlich sehen, oder? Alter Name, wo bist du um 22 Uhr nachts? Also wo gehst du bitte hin? Ach, wir werden sie schon finden. Und wenn nicht, naja, dann halt nicht, ne? Einmal rüberspringen hier. Denn mein Charakter ist schon müde. Also geht der jetzt pennen. Aber ganz kurz Look ändern. Diese Haare sind furchtbar. Die nehmen wir die. So. Tagebuch speichern auf jeden Fall. Und jetzt heißt es auf Bahn warten. Juhu! Unsere Lieblingsbeschäftigung. Und es regnet, das heißt, ich muss nicht gießen. Ja, sehr gut. Hannes, ich weiß nicht, warum du mal draußen umgurkst. Aber ist auch okay. Wolli geht es gut. Die auch. Die auch. Milky und ihrem Kalb scheint es gut zu gehen.
Kiki, dir geht's gut. Killer, dir geht's gut. Jetzt muss ich euch mal bürsten hier. Miki, dass du mir ja eine... Mit einer Marmorkuh wäre ich auch schon zufrieden. Mit einer Marmorkuh oder einer braunen Kuh oder einer Sternenkuh. Auf jeden Fall irgendeine, nur keine normale. Weil die haben wir eh. Von jeder Kuhsorte eins wäre schon cool. Perfekt, so. Jetzt gucken wir mal, kann ich die schon ernten? Nee, noch nicht. Auch noch nicht. Aber euch kann ich schon nehmen. Das gibt wieder Geld. Sehr gut. Nein. Hier. Sehr schön. Ich muss mal gucken, Moment. Ich habe jetzt 17. 18. Ja, ich habe tatsächlich vergessen, dass man mit der Sichel auch ernten kann. Aber okay. Flash, komm mal mit mir mit. Name pennt ja sowieso noch. Wir gehen jetzt in die Stadt nach oben. Spaß. Wir tun wenigstens was, wenn wir nach oben gehen. Wir tun wenigstens so. Ja, gehen wir. Hereinspaziert. Oh, wie wir immer so deprimierend gucken. Okay, das war doch knapper als knapp. Weil bald schließt sie ja schon wieder, ne? Hey, Vani Boy! Flash, stehen bleiben. So, ja, oh, er hat neue Produkte im Angebot. Ja, gut, aber zuerst möchte ich Sachen verkaufen. So. Einmal die. Einmal das. Einmal das. Einmal das hier. Das nicht. Ja. Nee, doch, ich habe doch die Quest ja schon gemacht, ne? Einmal von dem. Jetzt kann ich nämlich diese Münzen auch verkaufen. Das hier. Und 20 mal die. Verkaufen. 14.100. Wow. Ja, ich möchte noch etwas verkaufen. Nee, die nicht, die nicht, die nicht. 8 mal die. 8 mal die. 8 mal die. Und einmal die Gabel. Ja, und das war nicht alles zum Verkaufen. Ja. So, jetzt möchte ich etwas kaufen. Kupfergießkanne, komm. Einverstanden. Perfekt. Wenigstens schon einmal eine bessere Gießkanne. Ah ja, Kupferhacke, komm, nehmen wir jetzt auch mit. Und die Kupfersichel war es, glaube ich. Die nehmen wir auch mit. Ja. Einverstanden. Boah, das war gerade 3000. Ne? Nee, danke. Okay, hat irgendwas? Nee, okay, gut. Nee, danke, das war alles. Flash, bleib bitte stehen. Ja, graben können wir ja heute eh nicht, ne? Das muss ich mal gucken. Sind die fertig? Ah ja, tatsächlich. Okay, nee, die dauern noch.
Und die auch, oder? Okay, also, die gehen auch schon. Die gehen also auch schon sehr gut, sehr gut. Also der Herbst kann schon vollgepackt werden mit Untersuchen. Okay. Ihr braucht noch, oder? Ja. Flash, schnell zu warnen. Wir haben noch was zum Verkaufen. Lauf, Junge, lauf. Lauf, was das Sattel hergibt. Okay, so weit weiter weg geht's auch nicht, ne? Aber egal, so. Ja, verkaufen. Einmal die. 18 von denen. Okay, verkaufen. Wow, 5535. Das ist nice. Nein, danke, das wäre alles. Also wir haben das Geld, was ich jetzt wieder ausgegeben habe, haben wir wieder reinbekommen. Das ist schön. So, jetzt muss ich wieder trotzdem Namen suchen. Für diesen Fisch, ne? Für den Fisch. Die ist ja auch öfters da hinten. Oh ne, da ist nur Pui. Ja, sonst ist da niemand. Hm. Okay, hier ist auch nix. Hier ist nur Muffy unterwegs. Korrektur, ich meine Molly natürlich. Sag mal, ist denn im Herbst, sag ich, im Sommer irgendwie nicht da oder so? Lumina, wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Nanu, warum geht das denn? Ich bin wegen des Auftrags hier. Ich danke dir recht herzlich, aber ich glaube, du hast im Moment nicht das, was ich brauche. Ja, dann geh in Arsch, Lumina. Ganz ehrlich. Ja, ich finde Name irgendwie nicht. So groß ist das Welle jetzt auch wieder nicht, ne? Also. Spring rüber, Flash, bitte! Du bist ein Pferd, spring da hinüber, danke! Das gibt es ja nicht. Ah, ich wollte was gucken. Einrichtung im Moment. Teich. Stall-Upgrade. Das wäre, glaube ich, das Erste, was ich mir holen würde, diesen Verarbeitungsraum. So, wir speichern natürlich jetzt erstmal. So, perfekt. So, aber jetzt gucken wir gleich was. Ja, Hunger haben wir immer noch. Aber das ist uns egal. Milky, wie geht es dir? Mir kann scheint es gut zu gehen. Okay. Okay, Leute. Aber wie es weitergeht, Moment. So, wie es weitergeht, Leute, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet einfach ein. Wir sehen uns. Ciao.